Heute Morgen, mein Thema, das wird irgendwann mal kommen, ich muss das anmachen. Ja, ist Wachsen im Glauben. Und zwar, ich mache seit einiger Zeit mir Gedanken über diese Sachen, Abrahams Brunnen freischaufeln. Das ist eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 26. Und dort lesen wir, dass die Philister, die immer die Feinde Gottes und die Feinde von Gottes Volk, sie haben die Brunnen, die Abraham gegraben hat, verschüttet. Und sie haben Isaak, der Sohn von Abraham, abzuschließen von dem Segen, den sein Vater genossen hat. Und es heißt da eine Geschichte, dass Isaak sich freigeschaufelt hat und dann nochmal freigeschaufelt und schließlich auch neue Brunnen gegründet. Und es ist eine Bürde, dass wir schauen, vielleicht, was hat der Feind von uns geraubt und wie hat er unsere Brunnen oder die Brunnen, die wir von unserem Väter, Glaubensväter bekommen haben, verschüttet und uns abgeschnitten von dem Segen, der uns einig zusteht. Und ich habe einige Dinge so überlegt, was das sein könnte. Und ein paar Punkte, was ich so genannt habe, die Brocken, die in den Brunnen geworfen sind, die uns abschneiden von Gottes Segen. Denn zum Beispiel eine fehlende Verständnis von der Vaterschaft Gottes. Oder die Sache, dass wir alles immer unter Kontrolle haben wollen. Oder vielleicht ist es auch Enttäuschung. Auch eine falsche Identität, wie ich mich sehe und wie ich Gott sehe. Und ja, auch diese Sache von Glauben. Und es ist diese Sache von Glauben, worüber ich heute Morgen gerne sprechen möchte. Wir haben eine gute Definition vom Glaube in der Bibel, nämlich in Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Kommt nicht? Ja, es kommt, ja. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist einfach das Wissen, etwas wird geschehen. Gott wird jetzt hier eingreifen. Und auch wenn alle Umstände scheinen das zu widersprechen, wir wissen in unserem Herzen, es wird geschehen. Ohne Beweise, wir können das nicht beweisen, aber wir sind einfach davon überzeugt, weil Gott es gesagt hat. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle Glauben haben, um überhaupt gerettet zu werden und überhaupt Jesus nachzufolgen. Und ich würde voraussetzen, dass viele von uns, wenn nicht die meisten oder alle, das haben. Wir glauben an Jesus und deswegen sind wir gerettet und haben das ewige Leben. Und doch hat dieses Glauben auch etwas Alltägliches, dass etwas geschehen könnte in unserem Leben, in unserem Umfeld, durch den Glauben auch in unserer Zeit. Und wenn ich schaue in der Bibel, ich habe das denn genannt, falsche Richtung, Stufen, es geht nicht. Dann erzähle ich euch, ja, nächste, ich gehe immer zurück. Okay. Lass mal das. Stufen des Glaubens. Und ich lese in einigen Stellen, dass Jesus spricht davon, dass die Leute kein Glaube gehabt haben. Und da gibt es eine andere Stelle, wo Petrus ist gerade auf dem Wasser gelaufen und er bezeichnete, dass er kleingläubig ist, dass er wenig Glaube hat. Matthäus 14, Vers 31. Römer 14, 1 sagt, es sind Menschen, die schwach sind im Glauben. Und in Römer 4, Vers 20, es gibt ein stärker Glaube. Und das, was also das Größte ist, glaube ich, Matthäus 15, Vers 28 zum Beispiel, großer Glaube. Also das kommt dann wahrscheinlich gleich. Also Glaube für jetzt, für heute, ja, siehst du, das ist prophetisch, ja. Aber sehr oft ist es so, und ich rede von mir in erster Stelle, dass ich so wenig Erwartung
haben, dass Gott hineinbrechen kann in mein Leben, in unser Leben, in unserem Umfeld, um sein Werk zu vollbringen. In Markus Kapitel 6, Jesus hat schon sein Dienst war schon etabliert und er geht nach Nazareth. Also, und hier in dieser Geschichte, Markus 6, wir finden ein griechisches Wort, was nur zweimal vorkommt im Neuen Testament. Manche Übersetzungen übersetzen das mit Erstaunen. Jesus staunte über das, was er vorgefunden hat. Und wenn ich vielleicht... steht hier vor und zurück. Ja. Lesen muss man können, ja. Ist ein bisschen klein, aber Charles Spurgeon, der große, bekannte Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, er sagte, die Tatsache, dass Jesus schockiert sein kann, ist schockierend. Die Tatsache, dass er erstaunt sein könnte, ist erstaunlich. Und dass er sich wundern konnte, ist wundervoll. Und das, was in Markus Kapitel 6 steht, nennt Spurgeon das traurige Wunder. So, ein griechisches Wort, dieses griechische Wort staunen oder manchmal wundern, wird es übersetzt, ist das Wort Tamaso. Vor 50 Jahren war ich auf der Bibelschule und zusammen mit Gerhard Kirschemann, der letzten Sonntag gepredigt hat, haben wir beide miteinander versucht, Griechisch zu lernen. Neulich habe ich ihm gesprochen und gefragt, bist du jetzt gut geworden im Griechisch? Und er hat zu mir gesagt, also er hat eine Bibelstelle gefunden, was das alles so beschreibt. Das ist groß, ist das Geheimnis. Ja, also wir sind beide nicht so gut geworden, aber ab und zu mal kenne ich ein Wort. Und dieses Wort in Kapitel 6, Kapitel 6 und Vers 6 von Markus, es heißt, und er wunderte sich oder er staunte über ihren Unglauben. Das ist einmal, wo es vorkommt. Es kommt vor, ich glaube, das habe ich aber auch. Ja, also zweimal vor im Neuen Testament. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und dann in Lukas Kapitel 7, Vers 2, als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Diese Geschichte in Kapitel 7 von Lukas ist das, die Juden sind zu Jesus gekommen und sie haben gesagt, Herr, hilf diesen Mann, ein römischer Hauptmann, sein Knecht ist krank. Und Jesus hat gesagt, okay, das würde ich machen, ich würde hinkommen, würde mit ihm beten, Hände auflegen oder was auch immer und mal sehen, was Gott tut. Der Hauptmann ist entsetzt, dass er das gehört hat. Und er sagte, nein, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur das Wort und mein Knecht wird gesund. Und er gibt ihm einen Grund dafür, die römische Befehlskette und so weiter. Es muss ähnlich in der geistlichen Welt sein. Und du bist ein Mann mit Autorität. Also sprich nur das Wort und es wird mein Knecht besser gehen. Und Jesus staunte, Jesus wunderte sich über diesen Glauben, so einen großen Glauben hat er nicht in ganz Israel gefunden. Und hier haben wir zwei Extremen. Er schelte den Unglauben und er lobte den großen Glauben. Und jetzt gucken wir kurz die Geografie an. In Nazareth hat er Unglauben vorgefunden und in Kapernaum fand er diesen großen Glauben. Wisst ihr, in Nazareth haben sie ihn gekannt. Ist das nicht Dings? Das ist der Sohn von dem Zimmermann. Und ist nicht seine Mutter immer noch bei uns und seine Geschwister? Sie wohnen dort in der Marktstraße. Ist das nicht diesen Jesus? Ich kenne ihn noch, als er Kind war.
Ja, ich bin in die Schule mit ihm gegangen. Ja, und ich habe eine Lehre mit ihm gemacht. Und wir haben an dieses oder jenes Baustelle gearbeitet. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn doch. Und ich habe dann festgestellt in meinem Leben, ich war damals vor 50 Jahren zur Bibelschule gegangen, habe fast alles vergessen, was ich da gelernt habe inzwischen. Aber unterwegs hat man auch verschiedene andere Seminare und dieses und jenes, den besuchten Kurse und alles, Christologie. Habe ich studiert. Ja, ich kenne nicht alles, aber ich kenne sehr viel über Jesus. Ich habe ein gewisses Bibelwissen. Und vielleicht Jesus schaut mich an und erstaunt über meinen Unglaube. Weil ich stelle fest, dieses Thema ist etwas, was mich herausfordert und ich glaube, ich bin nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Ich bin vielleicht nicht mehr in der Stadt, bitte von Nazareth, aber immer noch irgendwo am Rand. Und meine Frage an uns heute Morgen war: dieser Hauptmann, der ganz anders, er kannte Jesus nur flüchtig. Er hatte von ihm gehört. Er hat diesen Mann noch nie gesehen. Das war das erste Mal in Lukas Kapitel 7. Aber er hat so einen großen Glauben. So, meine Frage ist heute Morgen: wie kann ich von Nazareth nach Kapernaum umziehen? Wie kann ich meinen Glauben von kein Glauben zu großen Glauben verwandeln? Wer weiß das? Gut, dann kann ich euch sagen. Ja, indem ich in meinen Glauben wachse, so kann ich denn umziehen von Nazareth und Kapernaum. Aber wie geht das? In dem Alten Testament haben wir das Buch der Psalmen. Und am Ende oder so in zwei Drittel etwa von Psalm 120 bis, ich weiß nicht genau, 132, leg mich nicht ganz fest da, aber diese Psalmen heißen die Aufsteiger-Psalmen. Und zwar, wenn die Juden hingingen nach Jerusalem in den Tempel, kommt ein Berg und wenn sie denn auf den Berg hochgingen, vielleicht um sich Mühe zu machen, dass sie wirklich hochkommen, ich weiß nicht, haben sie diese Psalmen denn gesungen oder vorgesagt? Die sind sehr kurz, vielleicht weil sie außer Atmen waren, ich weiß es nicht. Aber Psalm 121, ein Aufsteiger-Psalm. Sie freuen sich auf eine Begegnung mit Gott. Und sie singen da in Vers 1. Ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wisst ihr, mit diesem Thema vom Glauben, ich meine, es liegt an mir. Und ich muss in mich selbst hineinschauen. Und wenn ich nur genug Glaube irgendwie entwickeln konnte, wenn ich vielleicht die Luft anhalten konnte lang genug, dass der Glaube dann irgendwie aussteigt und mich so anstrengt und ich will glauben. Aber das ist so krampfhaft und das funktioniert nicht. Ich weiß, ich habe das alles schon erlebt. Und man kommt und ich habe dann einen Freund gehabt, der 2003 ziemlich früh gestorben ist an Krebs, sehr, sehr traurig, ein richtiger Mann Gottes. Wir haben für ihn gebetet und ich habe dann gerade Besuch von einem Heilungsevangelist aus Indien, der unheimliche Wunder erlebt hat. Und ich habe ihn mitgenommen zum Krankenhaus und wir haben mit diesem Bruder gebetet und er war so schwach da im Bett und am nächsten Tag ist er dann gestorben. Am Tag seiner Beerdigung kriegt seine Frau eine Karte. Und es war eine Ermahnung, wenn du nur genug geglaubt hättest. Das ist unbarmherzig. Und das ist ein theologischer Quatsch. Es liegt nicht an uns. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich schaue mich nicht selbst an. Und alles, was ich kann und alles, was ich vollbracht hat und dass ich ein Wunderwerker, ein Mann Gottes, ich schaue mich nicht an, sondern ich schaue Gott an. Es heißt von Abraham, er schaute sein Leib an, was so gut wie tot war. Und seine Frau, die war so gut wie tot, aber zweifelte nicht. Weil er hat das Wort von Gott, er hat die Verheißung von Gott. Und so wurde denn Isaak schließlich geboren. Aber nicht, weil er schaute, wie viel groß mein Glaube ist, sondern weil er schaute immer wieder auf Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.
dort, von ihm kommt meine Hilfe. Halleluja. Ja, das ist gut, das ist gut, ja. Gut, danke schön, Thomas. Ich werde weitermachen. Hudson Taylor, der berühmte Missionar von China, der hat gesagt, man braucht nicht einen großen Glauben an Gott, sondern man braucht einen Glaube an einen großen Gott. Es kommt immer auf Gott drauf an, nicht auf uns. Es kommt immer auf Gott drauf an. Meine Glaubenserwartung kommt vom Herrn und das wächst, indem ich ihn besser kenne. Ich lerne Gott besser kennen, indem ich Acht gebe auf sein Wort. Dale Moody, ein amerikanischer Evangelist, auch vom 19. Jahrhundert, der hat geschrieben, ich habe um Glauben gebetet und dachte, dass der Glaube eines Tages vom Himmel fallen und mich wie ein Blitz treffen würde. Aber der Glaube schien nicht zu kommen. Denn las ich eines Tages in Römer 10, dass der Glaube aus dem Hören kommt und aus dem Hören des Wortes Gottes. Ich hatte meine Bibel geschlossen und betete um Glauben. Ich öffnete jetzt meine Bibel und seitdem ist Glaube gewachsen. Gott macht sich selbst durch sein Wort deutlich. Es zeigt uns, wer er ist. Es kommt in Markus 1 ein Aussätziger zu Jesus und sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen oder heilen. Und Jesus sagte, was? Wenn ich will? Wenn ich will, natürlich will ich das. Das ist ein Teil von meinem Charakter. Deswegen bin ich gekommen. Und manchmal schauen wir und wir können kaum glauben, dass Gott eingreift, und wir sagen, ja, wenn es dein Wille ist. Und wir meinen, es ist nicht Gottes Wille, es wird jetzt nichts passieren. Wieder, ich weiß das, weil daher komme ich. Ja. Jesus war aufgebracht mit diesem Mann. Was meinst du, wenn ich will? Römer 8 sagt uns, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Und wir lieben den zweiten Teil, wer mag wider uns sein? Aber Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist für diesen Aussätzigen. Gott ist für uns, wenn wir in Not sind. Gott ist für diese Familien in Asien und in Afrika, die kein Wasser haben. Und deswegen, weil wir unsere Hände ausstrecken, um ihnen zu helfen, werden wir auch denn sehr gesegnet. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist wichtig, dass wir das alles mit dem Glauben und Erwartung auch vermischen. Römerbrief Kapitel 12, Vers 6 sagt uns, dass wir verschiedene Gaben bekommen haben. Und es heißt da, wenn es Prophetie ist, so gebraucht diese Gabe in Verhältnis zu deinem Glauben. Und das ist wichtig, dass wir nicht unseren Glaubenspegel übersteigen, wenn wir prophezeien. Ich habe eine Erfahrung einmal in Thailand. Wir waren auf einem Pastorenkonferenzseminar, es war sehr klein, 30 Leute waren dort. Ich kam aber gerade von Indonesien, wo wir 800 gehabt haben. Und in Indonesien, die Post ist richtig abgegangen und die Leute in Thailand waren so ruhig und so bedacht und so weiter. Und es war ganz, was ganz anderes. Aber wir haben dieses Seminar und abends, da kamen ein paar Leute mehr da und nachdem ich dann gepredigt oder gelehrt habe, habe ich dann einige prophetische Worte für Leute. Und ich sah diesen Mann an und ich sagte, du, Gott schenkt dir einen neuen Blick in sein Wort in der Bibel. Er gibt dir neue Offenbarung. Du wirst eine fantastische Gabe haben, um Gottes Wort Menschen mitzuteilen und das in der Tiefe, aber in der Einfachheit. So etwas Ähnliches, also ein ganz tolles Wort für einen Pastor. Nach der Versammlung, als ich das gesagt hatte, gemäß meinem Glauben, ich glaubte, dass Gott diesen Mann so segnen wird. Ich war felsenfest davon überzeugt. Nach der Veranstaltung, dann kommen die Leute zu mir und sagen, Bruder, der Mann, ja, der für dich
ein prophetisches Wort, ja. Der ist kein Pastor, haben sie gesagt. Ja, ich habe gedacht, für einen Gläubigen ist auch schon ein gutes Wort. Nicht? Ist, ja, toll. Ja, der ist kein Christ, haben sie gesagt. Der ist ein Buddhist. Und eigentlich gehört er nicht hier in diese Gruppe, klar. Aber er ist gekommen, weil er sich verabschieden wollte. Denn am Wochenende wird er in ein Kloster gehen und wird ein buddhistischer Mönch werden. Und ich habe einen lieben Bruder mit aus Hamburg. Und er hat mich unheimlich ermutigt und sagte, ja, das war total daneben. Und das sind so die Momente, dass du denkst, was soll diese Gabe? Das bringt mich nur in Schwierigkeiten die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe nicht geschlafen. Und ich habe da rumgemacht mit dieser Sache. Da bin ich dann unheimlich sehr empfindlich, weil ich möchte, dass wir mit Integrität diese Gaben benutzen. Irgendwann mal gegen Morgen spürte ich, wie der Heilige Geist in mir sagt, lass sein. Pass nur auf. Okay. Nächsten Tag fühlte ich mich aber trotzdem nicht so wohl, aber irgendwie war der Glaube dort. Nachmittags gleiche Prozedur, etwa 30 Leute, abends dann kamen etwa 50 paar mehr und plötzlich ist dieser Kerl aufgetaucht. Oh. Und ich habe gedacht, nichts wie, also Versammlung beenden und nichts wie weg. Aber ich war zu langsam und der ist auf mich zugekommen und stand vor mir, kein Entrinnen. Und er sagte, weißt du das Wort, was du mir gesagt hast gestern? Ich habe gesagt, ob ich das weiß. Ich habe an nichts anderes gedacht die letzten 24 Stunden. Er sagte, ich habe es nicht verstanden. Ich habe sowas nie gehört und es war nicht nur die Worte, sondern es hat etwas in mir hier hinein, das hat mich berührt, das hat mich bewegt. Ich wollte nach Hause gehen, aber ich bin nicht nach Hause gegangen. Ich bin auf und ab durch die ganze Stadt bis 2 Uhr morgens. Dann bin ich zu einem Mann gegangen, den ich kenne, 2 Uhr morgens. Und ich habe so laut geklopft an seine Tür, bis ich ihn wach gemacht habe. Und ich habe ihm gesagt, ich muss mit dir sprechen. Und ich habe ihm das gesagt und wir haben darüber gesprochen. Und heute Morgen um 9 Uhr habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich sagte, ich gehe nicht in den Kloster. Ich will zur Bibelschule gehen. Ich möchte Pastor werden. Manchmal brauchen wir einen langen Atmen mit diesem Glauben. Es ist gut, wenn es instant ist, so wie mögen denn, vielleicht nicht, aber mögen Schnellkaffee, nicht? Das, also brauchen nicht warten, bis es gefiltert ist. Ist fertig. Und manchmal ist das mit Prophetie oder andere Dinge. Aber diesen Glauben ist manchmal, brauchen wir einen langen Atmen. Ich habe ein Buch denn in der Hand bekommen, und das ist von einem Mann namens Gary Snozzel, ein Engländer, und das heißt Firestarters, das heißt zu Deutsch Brandstifter. Und es hat ein sehr kurzes, aber interessantes Vorwort von unserem Freund Clem Ferris. Und er erzählte, dieser Gary Snozzel, er erzählte seine Geschichte, wie er sich bekehrt hat als Kind und wie er denn so Jugendlicher ist. Er war dann ein Jahr mit Bunker in Afrika und dann hat er geheiratet. Und er ist in einer Gemeinde, arbeitet mit. Und dann kommt Clem Ferris in diese Gemeinde und prophezeit über ihm, dass Gott wird ihn gebrauchen, um viele Gemeinden zu gründen. Und das hat etwas mit ihm gemacht. Er hat dann sofort inneren Zeugnis. Und er hat dann mit dem Pastor gesprochen und mit den Ältesten. Und sie haben gesagt, das können wir nicht sehen. Absolut nicht. Du bist zu jung, zu unreif, dieses und jenes. Aber das hat Gott mich gerufen. Die haben gesagt, okay, dann bleibst du noch ein Jahr in der Gemeinde und wir würden sehen, ob sich das bewahrheitet. Nach einem Jahr war dieses immer noch da. Das brannte in ihm. Nach einem Jahr konnte der Pastor und die Ältesten das nicht sehen. Aber sie haben ihn gehen lassen. Und mit dem Hauskreis, was er geleitet hat von der Gemeinde, der fing an eine neue Gemeinde. Und das ist nicht gut gegangen über Jahre. Die haben so viele Dinge versucht und haben kaum 2 oder 3 neue Leute hinzugekommen. Aber er hielt da dran. Und der Clem, der prophezeit hat gemäß seinem Glauben, hat ihn immer wieder getroffen, ihn immer wieder ermutigt.
Um das ganz kurz zu machen, heute leitet er eine etwas größere Gemeinde in der Stadt Hereford, mitten im Nirgendwo in England. Aber sie fingen an, den Gemeinden überall auf der Welt zu gründen. Sie haben zwei Gemeinden in Kambodscha, eine in Thailand, eine in Uganda, eine in Ruanda, also mehrere in Südafrika und 10 oder mehr in Großbritannien. Und ich habe dann nur von ihm gehört, dass sie sie gründen auch eine in Deutschland, in Sinsheim, in unserer Nähe. Und dann habe ich dann gehört von ihm, dass sie jetzt eine Treffen gehabt haben von den Leitern und gebetet. Und jetzt haben sie gesagt, bis zum Jahr 2030 wollen wir, wir haben 35 Gemeinden, jetzt wollen wir 70 Gemeinden, also das verdoppeln. Aber manchmal muss man dranbleiben, nicht so schnell aufgeben. Aber letzten Endes, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die haben nicht nur, sie haben nicht nur aber da gestanden unten auf dem Berg und haben das proklamiert, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht. Ihre Beine mussten sich bewegen, um zum Tempel zu kommen. Sie sind aufgestiegen. Jakobus 2, Vers 26 sagt uns, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch Glaube ohne Werke tot. Jemand hat gesagt, Glaube wird folgendermaßen buchstabiert. R-I-S-I-K-O. Risiko. Denn wir müssen Schritte unternehmen. Gott hat zu Elia gesagt, als das Wasser alle war, als die Raben nicht mehr gekommen sind, du sollst denn in eine Stadt gehen und ich habe eine Witwe befohlen, sie soll für dich versorgen. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat, als er gedacht hat, eine Witwe, eine reiche alte Frau mit einem großen Haus vor der Garage ein riesen Daimler stehen. Aber als er kam, sie war wahrscheinlich die ärmste Witwe im ganzen Land. Und er sagte, mach mir einen Kuchen oder ein Brot. Und sie sagte, ja, aber ich habe nur ein bisschen, ich wollte jetzt ein Brot machen für meinen Sohn und für mich. Und dann würden wir sterben. Elia hat gesagt, ich kann immer noch sterben später. Aber mach mich zuerst ein Brot. Und sie hat das gemacht. Und dann ging sie wieder zum Topf und da war immer noch gerade genug für noch ein Brot. Und das passiert, ja, das kennt ihr Geschichte, immer wieder, jeden Tag, für eine ganze Weile. Sie hat immer genug für Versorgung für ihn. Aber sie musste zuerst Elia das geben. Und manchmal müssen wir irgendetwas tun, um Gottes Segen zu sehen. Das ist nicht, dass wir das erwirken, aber es ist ein Glaubensschritt, was wir tun. Das hat etwas zu tun mit Sehen und Ernten. Im 1988 haben wir einen Anbau an unser Gemeindehaus damals in Öhringen gemacht und wir wollten das einweihen. Wir beten da und ich habe einen Saal bekommen, eine Nummer, und dass wir sollten beten, dass bei unserer Einweihung wir 200 Leute bekommen. Ich habe das dann die Gemeinde gesagt und wir beteten drüber und dann haben wir festgestellt, wir haben nur 150 Stühle. Das hätte man dann lassen können und 200 kommen sowieso nicht. Aber wir haben dann vielleicht 70, 80 Leute im Gottesdienst normalerweise. Aber irgendwie, ich habe gedacht, wenn du das betest und du nicht Vorbereitungen triffst, das ist null Erwartung. Aber wie kriegen wir diese Leute unter? Also das war, ich weiß das nicht, war nicht genug Quadratmeter dafür. Aber dann haben wir Bierbänke dann geholt und ich kann noch erinnern, wie ich überall hingefahren bin, um Bierbänke einzusammeln, aufzustellen. Irgendwie haben wir sie reingekriegt und an den Einweihen, dass wir in die Räumlichkeiten eingeweiht haben, waren wir genau 200 Leute, alles war brechend voll, keine Luft, so richtig, richtig Konferenzstimmung wurde. Ja. Das sind Dinge, die wir manchmal tun müssen. Proklamation, die wir machen müssen. Ich habe noch viele andere Beispiele, aber ich möchte, dass es nicht so lang wird heute Morgen. Gott spricht ein Wort in unserem Herzen und das erzeugt Glauben. Das ist nicht etwas, was wir, wo wir uns auf
anstrengen müssen, ist ein Geschenk Gottes. Und mein letzter Punkt, und damit könnt ihr kommen, du sitzt schon in der Startlocke, habe ich gesehen, das heißt, die Zeit ist vorbei. Ja. Ja. Gib nicht einfach auf. Galater 6, Vers 9 sagt uns, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu bestimmter Zeit würden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Gebt nicht zu früh auf in all dem, was ihr tut, in all dem, was ihr vorhabt. Gebt nicht sehr früh auf. In Lukas Kapitel 18, Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, er erzählte diesen Gleichnis, damit sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollte. Wir haben einen kleinen Garten zu Hause. Ich komme aus der Stadt, ich bin kein richtiger Gärtner. Meine Frau, die macht sich zart in den Garten rein. Und ich warte, ich soll das gießen. Und ich gieße und gieße, und es kommt nichts. Und kommt nichts. Und ich frage mich, ob sie die vielleicht die Saat falsch rum. Und jetzt, denn die Australier, dann freuen sich drüber. Aber sie sagt, mach weiter. Mach weiter. Ja, und um 7 Uhr abends, hast du schon einen Garten gegossen? Raus mit dir. Und ich gieße das. Und ich gieße das. Und es kommt nicht. Und es kommt nicht. Denn eines Morgens gehe ich raus kurz in den Garten und ich gucke den Beet an. Und es kommt etwas. Lauf mal schnell ran. Es kommt etwas. Es bewegt sich etwas im Garten. Wir müssen manchmal ein bisschen Geduld haben. Wir müssen warten, bis es so weit ist, dass es keimt. Dass das, was geschehen soll im Verborgenen, dass das geschieht und dass es kommt. Gib nicht so schnell auf. Gib nicht so schnell auf mit deinen Nachbarn, mit deinen Verwandten, mit da, wo du bist. Du hast gesehen, du wirst ein Ernte schaffen. Amen. Amen. Was wird ihr machen diese Woche? Inhören auf das, was Gott sagt. Gott wird euch Menschen auf dem Herzen legen. Vielleicht schreibst du einfach eine Karte an diese Leute. Vielleicht schickst du ihnen einen Bibelspruch. Also eine Zeit, als es uns schlecht ging. Wir haben jeden Tag von irgendwo auf die ganze Welt Karten bekommen, Postkarten bekommen. Mit einem Bibelspruch. Die haben immer gepasst. Und Elisabeth hat sie in der Küche dann aufgeklebt. Und bis bald kein Platz mehr war auf der Wand in der Küche. So viele Karten haben wir bekommen. Vielleicht wartet jemand drauf. Hör auf das, was Gott sagt. Und nimm einen Glaubensschritt. Und wenn du einfach ein Gottes Segen jemandem wünschst, kannst du keinen Fehler machen. Aber wenn du sagst, das, darauf habe ich gewartet, denn dein Glauben wird gestärkt. Werden. Wir würden wachsen im Glauben. Das ist noch ein Brocken, das wir rausnehmen aus dem verstopften Brunnen Abrahams, dass wir an diese frischen Wasser, dem vollen Segen Gottes bekommen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Danke dir für das, was du geschenkt hast. Ich danke dir für das Wort, für das Thema. Hilf uns, dass wir wachsen im Glauben. Hilf uns, dass wir umziehen jetzt von Nazareth hinein nach Kapernaum, von Unglaube zu starken Glaube, zu großen Glaube. Hilf uns, dass wir auf jeden Fall unterwegs sind, dass wir am Rande von Nazareth mindestens sein und unsere Augen auf Kapernaum haben. Wir danken dir, Herr, auch für das Opfer jetzt. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Geber segnest und das, was reinkommt, dass es wird vervielfacht durch den Segen dort in Indien. Wir danken dir, dass dein Wort sagt, das wird den Armen gibt, gib dem Herrn ein Darlehen und du schenkst das zurück mit Zinsen und Zinseszinsen. Vielen Dank, Herr Jesus. Preisen dich. Amen.